So, wir haben schon fast die Hälfte gefunden von den Underground-Kisten. Die anderen machen natürlich jetzt Ärger da hinten, aber das kann uns egal sein. Die sollen so viel Ärger machen, wie sie wollen. Oh, wir sind mittlerweile schon bei 85%. Okay, anscheinend stehen die Anzüge nämlich nicht zu den 100% dazu. Also auch wenn wir haben ja nicht alle Anzüge, aber den einen Anzug, den holen wir uns jetzt auf jeden Fall. Den kriegen wir jetzt gleich da vorne bei der letzten Nebenmission, die wir hier haben, mit unserem Onkel. So, einmal Mission markieren und dann direkt die Schnellreise zurück nach Harlem, dort wo alles begann. Gut, dann reden wir später. Ich will dich. Hey. Okay, gut. In die Richtung. Da lang. Hey Gloria, ich wollte mich mal melden. Alles okay, Buffies? Wir laufen auf Hochtouren. Sanitärarbeiten sind ein modernes Wunder. Wann sehen wir dich hier mal wieder, Kleiner? Beim Kaffeeausschenken zum Beispiel? Gut, dass ich mich fit gehalten habe. Wie wär's denn am Mittwochnachmittag? Ich treffe mich da mit Haley. Vielleicht können wir ja vorbeikommen. Ach, ich weiß, wie es ist. Bei den Ladies will man gut aussehen. Gefällt mir. Ja, ich sichere euch beiden ein warmes Plätzchen. Bis nächsten Mittwoch. Bis dann. Ah, er hat ein Treffen mit Haley. Sehr gut. So, und jetzt mal eine Etage tiefer. Hier könnte die Mission sein. Ah ja, da. Hier hinter ist sie. Verlassene U-Bahn-Tunnel. Ein guter Dieb braucht ein gutes Versteck. Oh, da kann man neidisch werden auf sein Kellerlabor. Da ist das Spiderschwein. Okay, können wir die Handschuhe immer nehmen? Immer am Aufrüsten. Das Talent zum Anzugflicken habe ich von Onkel Aaron geerbt. Ah, den Anzug, den wir hier bekommen, der ist wahrscheinlich so ein bisschen an den Prowler angelehnt, oder? Ah, sieht man auf jeden Fall, was er alles geklaut hat. Den hat Mom ihm auf dem Flohmarkt gekauft. Sie machten immer Witze über... Ich weiß es nicht mehr. So, was ist das hier? Onkel Aaron hat überall Informanten. Er muss sein Netzwerk jahrelang aufgebaut haben. Okay, das ist schon mal nicht verkehrt. Was gibt's hier sonst noch zu sehen? Was kann ich mir hier noch alles anhören? Eigentlich recht interessant, was Onkel Aaron hier noch zu erzählen hat. Oh, Musik. Er spielte immer besser Gitarre als ich. Okay, ja, das kann er gerne machen. So, dann soll er mal bitte Gitarre spielen hier. Ups, so, ansehen. Früher ist er oft zum Abendessen bei uns vorbeigekommen. Hat wohl nie kochen gelernt. So, was haben wir dann hier noch? Ah, hier sind wir auch schon am Ziel, deswegen schauen wir uns das hier erst noch an. Vielleicht sollte ich es mal probieren. Nein, ich mach's noch kaputt. Na, dann machen wir es besser nicht kaputt. Da wollten wir hin, genau. So. Ich habe was für dich gemacht. Soll dir helfen. Nutze die Geräusche der Stadt. Alles klar. Nutze die Geräusche. Frequenzsperre? Nice. Jeden Tag was Neues. Hey Kleiner, hoffentlich passt der Anzug. Du hast gefragt, warum dein Dad und ich keinen Kontakt mehr hatten. Er suchte den Prowler. Er stieß auf meine Klienten. Typen wie Simon Krieger, Wilson Fisk. Dein Dad durfte sich mit solchen Leuten nicht anlegen. Zu gefährlich für dich und Rio. Also sagte ich's ihm. Ich wollte, dass er sich zurückzieht und das tat er. Endgültig. Er wollte mich nicht in deiner Nähe, damit du nicht wirst wie ich. Hoffentlich hilft dir der Anzug dabei, es besser zu machen. Pass auf dich auf, Spider-Man. Danke, Onkel Aaron. Für alles. Und vor allem für diesen schicken Anzug, würde ich sagen. Der ist ja wohl mal geil, oder? Kann man das sagen, den Anzug? Nee, der ist wow. Er leuchtet im Dunkeln, also bitte. Was will man denn mehr haben? Einmal raus hier. Oh, geil. Geiler Anzug. So, na dann. Schauen wir mal, was uns das bringt hier. Oh, beide machen denselben Move hier. Boah, geiler Anzug. Schauen wir mal hier nochmal an. Hier sieht man ihn auch nochmal besonders cool.
Boah, ja, ist natürlich angelehnt an unseren Onkel, aber richtig geiles Teil. Ja, da würde ich sagen, mit so einem Anzug kann man leben, oder? Würde ich auch anziehen. So mal zu Fasching oder so ist es bestimmt nicht verkehrt. Anna, bist du zu Hause? Ich mach Spider-Man-Sachen. Daran muss ich mich noch gewöhnen. Fast wie damals, wenn ich deinen Dad anrief. Manchmal war er auf Streife oder musste gegen Sirenen anbrüllen. Hast du ihn mal im Einsatz angerufen? Einmal hatte er einen Verbrecher auf der Flucht geschnappt. Der Kerl befreite sich aus den Handschellen und seiner Hose und haute ab. Dein Dad verfolgte ihn die fünfte runter. Ich war die ganze Zeit am Telefon. Niemals! Im Ernst? Im Ernst. Und das Beste, Fotos davon sind im Bugle gelandet. Dein Dad fand das nicht sehr lustig. Die Geschichte war der Renner unter seinen Kollegen. Der Renner. Sehr schön, Mann. Das war keine Absicht. Wie auch immer, tolle Story. Also, was gibt's? Brauchst du irgendwas? Nein, ich wollte nur deine Stimme hören und wissen, ob es dir gut geht. Mach nur weiter. Tschüss, Schatz. Hab dich lieb. Bye. So, was haben wir denn sonst hier noch zu tun? So, jetzt haben wir nur noch die... Sehe ich das richtig? Wir sind jetzt bei 86% und haben jetzt nur noch diese... Die Kisten und diese Sachen hier. Die Zeitkapseln. Ja, würde ich sagen, machen wir noch mit den Zeitkapseln direkt weiter hier. Wenn wir schon dabei sind. So. Zeitkapseln fehlen uns noch. Das ändern wir jetzt. Jetzt gehen wir auf Zeitkapseln-Suche und bekommen dann nochmal ein paar Erinnerungen von Miles aus der Vergangenheit. Von Miles und Finn vor allem. Die er natürlich wahrscheinlich vermissen wird. Na, gucken wir mal, was hier diese Zeitkapseln so für uns bereithalten. Ein Captain-Nutzer wird in einem Laden in der Nähe als Geisel gehalten. Wie lange ich noch streame? Kann ich euch sagen, ich streame noch so lange, bis ich diese Sachen hier alle gefunden habe. Sieht nach einem Überfall aus. Da bin ich jetzt motiviert, das ziehen wir noch durch. Dauert wahrscheinlich noch 1,5 Stunden oder so, aber das machen wir jetzt. Komm, kennen wir nix. Ach da, Zeitkapsel. Ah, nee, hier ist Zeitkapsel. Das war die Zeitkapsel, die ich vorhin schon gesehen hatte, die irgendwo auf der U-Bahn drauf ist. Okay, kann ich da einsteigen in die U-Bahn irgendwie? Ah ne, da oben ist die Zeitkapsel. Ah, gefunden. Die ist von einem Ausflug zur Wakanda Design Group Expo. Finn sah die ausgestellte Technologie und schrie, ich will Ingenieurin werden. Das blieb wohl so. Ah. Na, für Wakanda würde ich sagen, auf jeden Fall. Wakanda Forever. Ja, erinnert natürlich an Black Panther hier auch nochmal. Diese Sache hier, eine kleine Anlehnung an ihn. So, das war die erste. Okay, die scheint man wirklich nur so zu finden müssen. Okay, das geht, glaube ich, relativ flott. Vielleicht habe ich mit den 1,5 Stunden etwas übertrieben. Ich glaube, so lange brauchen wir da nicht. Aber gut, wir müssen ja auch noch die Kisten sammeln. Die anderen, das sind ja auch nochmal 20 Stück oder so, die wir hier auf jeden Fall noch vor uns haben. Mom hatte recht. Das Viertel ist echt herrlich. So, ich bin mal gespannt, ob wir die 100% bekommen, wenn wir die Sachen alle haben. Aber ich glaube, die 100% beziehen sich nämlich auf die Karte. Und die beziehen sich nicht auf die Anzüge und sowas, weil die Anzüge können wir ja nicht alle bekommen, weil wir ja die dazu ein New Game Plus machen müssten. Aber noch, schauen wir mal. Die Kapsel ist in dem Baumrondell. Hier war ich früher, um Sterne zu gucken. Finn suchte immer schon nach neuen Büchern, bevor sie die alten ausgelesen hatte. Sie schnappte sich sogar meine, wenn ich nicht hinsah. Gehirnjogging nannte. Nein, erzähl Finn weiter. Finn suchte immer schon nach neuen Büchern, bevor sie die alten ausgelesen hatte. Sie schnappte sich sogar meine, wenn ich nicht hinsah. Gehirnjogging nannte sie das. Okay, alles klar. So. Bis zum Stromausfall 2006. Du findest die Technik richtig geil. Ja, finde ich auch richtig geil. Hab ich allerdings nie welche gesehen. Und dann war der Himmel plötzlich voll davon. So, wir können hier gleich direkt weitergehen zur nächsten Zeitkapsel. Da brauchen wir nicht mit der U-Bahn fahren. Die ist so nah, aber die sind echt leicht zu finden, die Dinger. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Hab gedacht, das sind wieder solche Sachen, die man ewig suchen muss, aber die sind relativ gut angezeigt. Die ist jetzt zum Beispiel im Hinterhof, nehme ich an. Ja, da unten sollte sie auch schon sein. Finn liebt er es hier, weil man hier so gut nachdenken kann. Na dann, schauen wir mal, ups. Schauen wir mal, wie gut man hier nachdenken kann. Ach komm, nimm das Ding doch. Wo ist sie denn? Sammlungen, da war sie doch gerade mit dabei. Da sie. In der 8. besuchten wir Oscorp. Das war nicht das Ding, was wir gerade gefunden haben, oder? Doch, das war das Ding, was wir gerade gefunden haben. In der 8. besuchten wir Oscorp. Finn war sehr skeptisch. Sie meinte, die würden eines Tages New York zerstören. Mit dem Teufelsatem war es dann auch fast so. Konnte sie in die Zukunft schauen. Auch das hat anscheinend zu ihren Fähigkeiten gehört.
So, und in 500 Metern wartet auch schon die nächste auf uns, die nächste Zeitkapsel. Ist das schon die letzte Zeitkapsel? Nein, natürlich nicht. Ein paar fehlen uns noch. Insgesamt sind es ja 12 Stück, aber wir nähern uns hier auf jeden Fall rasant. Da waren wir vorhin auch schon bei den Audio-Dingern, sehe ich gerade. Aber ist ganz gut, wenn man so eine nach der anderen macht, das ist irgendwie ganz cool, dann die Mission so zu verfolgen. Okay, halbe Höhe. Wir fanden, dieses Museum sieht richtig cool aus. Hier hat das Verstecken der Kapsel richtig Spaß gemacht. Wie zur Hölle seid ihr da hingekommen? Wie zur Hölle sind die da hochgekommen? Ach, die haben sie da so reingeworfen, wahrscheinlich von außen, oder? Nee. Nee, das ist noch eine Taschenlampe. Anscheinend sind sie in der Nacht einfach hier hochgeklettert. Jackpot! Der Fußball. Ich habe Finn einmal gesagt, dass ich Fußball mag. Und sie ging voll in den Mission Impossible-Modus und klaute mir das aus einem Freundschaftsspiel. Für ihre Freunde tat sie alles. So, 5 von 16 haben wir. Wir gehen direkt weiter zur nächsten. Okay, ich hätte jetzt erwartet, dass er noch was sagt, deswegen bin ich jetzt da so, bin ich weiter geschwungen. Sonst hätte ich natürlich direkt hier die U-Bahn genommen. Na gut, wir nehmen die U-Bahn. Was treibst du da? Was treibe ich da? Ich bin auf der Suche nach Zeitkapseln. Ganz normale Dinge, die man eben so macht als Spider-Man. Sind wir wieder auf dem... nicht beim Friedhof. Wir sind hier oben... nicht drin, weil man da von der anderen Seite irgendwo rein muss. In diese... wahrscheinlich so eine Höhle drunter oder sowas. Ah, da ist eine Höhle. Ich habe die Höhle, den Eingang gefunden. Wie kann ich auf dem Boden... Ah, so, er geht von alleine auf dem Boden. Alles klar. Ich fand es so gruselig, als wir eine Zeitkapsel in der Höhle versteckten. Bin da immer noch ungern. Das ist echt ein bisschen gruselig hier drinne. Gar nicht wissen, was da für Leute sich rumtreiben. Super. Mama hat diese scharfe Soße zu Finns Geburtstag gemacht. Abuelas Rezept, glaube ich. Finn hat sie auf alles getan. Ihr Motto war, wenn es nicht wehtut, war es zu wenig. Okay. Scharfe Angelegenheit auf jeden Fall. Und wir reisen direkt zu der Zeitkapsel. Die ist hier die nächste. Perfekt, perfekt. Und dann nehmen wir vorher aber noch da die eine Kiste mit, wenn wir da eh schon sind in der Ecke. So. Ist die Kiste? Hier war mir gerade noch eine Kiste angezeigt. Ah, die haben wir wahrscheinlich. Haben wir die schon, eine Kiste? Offensichtlich. Na gut. Ah, die Kiste ist auf der anderen... Nee, das ist eine andere Kiste nochmal, oder? Keine Ahnung. Da wollte ich hin. Der Rohre muss eine Kapsel sein. Ich würde sagen, in dem Rohr, was uns markiert ist. Na bitte. Ein Sommer war Raumfahrt angesagt. Wir haben unser Lieblingsessen gefriergetrocknet. Bagel mit Bacon, Ei und Käse. Ging voll in die Hose. Aber Bohneneiscreme war ganz in Ordnung. Ja, das ist richtig. Level 20 ist Maximum, lieber Chat. Da gebe ich euch recht. So. Ach, hier können wir eigentlich direkt weiterschwingen, oder? Ah, na komm. Nehmen wir die U-Bahn, wenn wir schon hier sind. Wir sind jetzt faul. Wir nehmen jetzt die U-Bahn. Spider-Man muss heute schon so viel rumschwingen. Ich glaube, es wird auch ein bisschen müde. Hey, jetzt wo meine Mom es weiß. Ach, du weißt schon. Wie viel soll ich ihr erzählen? Solltest du ihr von jeder gebrochenen Rippe und jedem rachsüchtigen Superschurken erzählen? Das ist hart. Diese Frage musste ich mir bei May nie stellen. Ich fürchte, wenn ich zu offen bin, macht sie sich Sorgen. Aber bei zu wenigen Infos macht sie sich noch mehr Sorgen. Weiß nicht. Deine Mom ist ziemlich stressresistent. Sie hat sich immerhin mit Roxxon angelegt. Rede mit ihr. Finde raus, wie viel sie wissen möchte und wie viel du ihr erzählen willst. Ja. Ja, das ist ein guter Rat. Immer wenn ich denke, ich wüsste alles übers Superheldentum, bam, kommt was Neues. Warte, bis du dich um Krankenversicherungen kümmern musst. Ganz im Ernst. Nach 3 kuriosen Arbeitsunfällen gehen die Prämien durch die Decke. Da freue ich mich ja schon drauf. Okay, danke, Pete. Mach's gut. Ja, stimmt, die U-Bahn ist hier echt Gold wert in dem Spiel, da gebe ich euch recht. Ah, ist aber echt cool, muss man sagen. Das gefällt mir. Gefällt mir, hier rumzuschwingen. So, dann mal rüber auf die andere Seite vom Times Square hier. Gegen Elektro haben wir doch da gekämpft gehabt, oder? Ich glaube, gegen Elektro hatten wir da mal gekämpft mit dem normalen Spidey. So, wie zur Hölle sind die denn hier hochgekommen? Oh, schnell da wieder hinspringen. Das war früher unser Everest. Hä? Wir jubelten, als wir es nach ganz oben geschafft hatten. Wie zur Hölle seid ihr da rumgeklettert?
Wir fragten uns immer, woraus wohl Sachen wie Thors Hammer bestehen. Und erfanden unsere eigenen Elemente als Erklärung. Finn hat sich immer die besten Namen ausgesucht. Was mein erster Spider-Man-Film war, den ich gesehen habe. Das ist wahrscheinlich Spider-Man 1 tatsächlich gewesen. Also der Spider-Man 1 mit Tobey Maguire müsste das gewesen sein. Neues Profil, vielleicht habe ich auch Spider-Man 2 zuerst gesehen, weil der vielleicht mal im Fernsehen lief oder so. Könnte ich mir vorstellen. Also das kann ich euch gar nicht genau sagen, welchen Spider-Man-Film ich zuerst gesehen habe. Auf jeden Fall einen von denen. Ich weiß auch gar nicht mehr, ob ich die dann im Kino noch geschaut habe. Boah, das ist sehr, sehr lange her. Sehr, sehr... Zutritt verboten, Kleiner. Verschwinde. Bauarbeiter dürfen mich nicht sehen. Ja, dann machen wir uns... Lederhosen! Jawohl, wir können Lederhosen kaufen hier. Lass mal Gaststätte und Biergarten. Ach, geil. Ah, Löwenbräu soll das darstellen. Sehr schön. Wir sollen hier... Ja, du bist hier ganz schlechter Platz gerade. Hast du das gesehen? Dieses Ding hat sich einfach in Luft auf... Hab sie. Mysteriös. Lederhosen. Das heißt Lederhosen. Ja, das sollen schon... Ich gehe mal davon aus, dass es eigentlich Lederhosen heißen soll. So, was haben wir gerade Neues bekommen? Ich war jetzt auch zu beschäftigt mit meinen Lederhosen. Teile unseres ersten Eigenbau-PCs. Ich habe damit gezockt. Finn hat damit ein Alzheimer-Forschungsteam an der Uni geholfen. Hat also gute Dienste geleistet. Alles klar. So, wir gehen direkt zur nächsten Zeitkapsel, die sich hier befindet. Schnell mal rüber teleportiert. Kein Problem gewesen mit der U-Bahn. Die U-Bahn ist echt super, muss man sagen. Wow, mach mal das mit den Händen. Wird sich nicht von alleine. Mein Lieblings-Marvel-Film, boah. Zählt Deadpool? Ansonsten der Thor 3-Film. So, direkt hier vorne ist es auch schon. Die nächste Zeitkapsel. Wer hat sie vermisst? Ich hoffe ihr nicht, aber hier ist sie. Oh, das war knapp. Werbung auf dem Anzug. War die Highline noch nicht, als wir eine Kapsel in der Wand versteckt haben. Mann, die Zeit rennt. No, und wieder rausholen. Cool. Ticketfetzen, alles klar, für was? Konzertkarten. Finn hatte mich dazu überredet. Ich ging mit, befürchtete das Schlimmste. Und kaufte am Ende 3 CDs und ein T-Shirt. Dessler und Lila Cheney sind super. Ja, ich wäre auch definitiv für den Lederhosenanzug von Spider-Man. Lederanzug wäre vielleicht nicht etwas seltsam. So, das nehmen wir hier direkt wieder mit. Wir hüpfen hier quasi von U-Bahn-Station machen wir hier U-Bahn-Hopping. So, wer hat Lust auf ein bisschen Post? So, davon kriegen die armen Leute hier eine posttraumatische Belastungsstörung. Also, über sowas macht man keine Witze. So, jetzt aber hier zu unserer nächsten Zeitkapsel. Ah, Weihnachtsmarkt. Die Zeitkapsel ist unter dem Festtagszug da. Das Ding muss da weg. Eichhörnchen. Squirrel. So, Zug ist weg. Zug ist abgefahren. nee, aufheben. Sehr gut. Oh, Velocity Skates. Okay. Wir sind die Straße nur so runtergeflogen, nachdem wir die Skates mit Druckluft aufgemotzt hatten. Danach waren wir bei den Nachbarn, die kleinen Genies. Irgendwie komisch, so viel Aufmerksamkeit. Aber auch cool. Gibt es auch irgendwie Helden, die ich nicht so mag? Fällt mir jetzt so spontan eigentlich keiner ein, wo ich jetzt sagen würde, okay, den finde ich total doof. Nö, eigentlich nicht. Da unten sind doch diese Golfanlagen, sind doch da unten, wo wir jetzt gerade hingehen, oder? Ich glaube, da unten sind diese Golfanlagen gewesen. Mal gucken, ob es die hier auch gibt. Müsste es ja eigentlich geben. Wie finde ich das Spiel bisher? Ja, super finde ich das Spiel. Ich mache 100%, also bitte. Da muss ich es doch ganz gut finden. Wobei, ich weiß nicht, wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich die 100% schaffe, weil ich die Anzüge nicht alle habe, weil ich ja ein New Game Plus dafür machen müsste. So, wie können wir uns darüber schwimmen ist leider die richtige Variante, um darüber zu kommen. So, Spidey, kannst du dich dann nirgendwo... Okay, wir müssen uns da wahrscheinlich vom Pfosten zu Pfosten hangeln. Da sollte es aber dann mit funktionieren, oder? Ja, wir hangeln uns vom Pfosten zu Pfosten. Schau nochmal schön hier rüber. Die Kapsel müsste auf diesen Pfeilern sein. Ja. Finn sprang früher furchtlos von den Dingern darunter. Da musst du schon sehr weit springen können. Weiter als ein normaler Mensch. Naja. Vielleicht sind sie mit dem Boot dahin gefahren. Eine Latzhose für Spider-Man wäre auch klasse. Ja, das wäre auch ein sehr interessanter Anzug auf jeden Fall. Der Latzhosenanzug. Dann können wir den Gegner wieder ordentlich einfach einen Latz knallen. Das wäre gar nicht so schlecht. Piep, piep. Keiner dran gegangen.
Oder hat das Telefonat in der U-Bahn angenommen? Viel kleiner, als ich dachte. Achtung! Haben wir leider nicht gehört. Aber ich finde es faszinierend, dass selbst wenn man diese Nebenaufgaben macht, noch immer noch Anrufe von irgendwem bekommt und immer noch mehr Story- oder Gesprächsfetzen mitbekommt. Echt faszinierend, wie viele Sachen die eingesprochen haben dafür, dass selbst in dieser offenen Welt einem nicht langweilig wird. Finde ich gut. Finde ich richtig gut. So, heben wir das mal auf. In dem Schornstein da. An dem Tag, als wir sie versteckten, war es unheimlich windig. Oh, die... Ich wurde fast runtergeblasen. AR-Brille haben wir da bekommen gerade eben. Nee, das will ich nicht haben. Was kann diese wunderbare AR-Brille? Was gibt es dazu zu erzählen? Finn hat ihre Schwimmbrille mit Sonar und hat erweitert. Sie hasste es zu verlieren. Ganz besonders gegen mich. Okay, die Dinger... Hä? Die haben wir uns gar nicht angeschaut. Was war das da? Wir haben Schlüssel ausgetauscht, damit wir öfter abhängen konnten. Dann verstecken wir uns gegenseitig Botschaften im Zimmer. Man bekommt auf jeden Fall immer mehr mit, warum die beiden aneinander gehangen sind. Die waren ja wirklich Best Friends. So, jetzt hier nochmal das Ding hier sammeln. Haben wir fast ein bisschen übersehen gehabt. Jetzt wechseln wir nochmal auf die andere Seite rüber von Manhattan. So, sind bestimmt mehrere Stunden Audiomaterial bei den Telefonaten in Spider-Man. Ja, da stimme ich dir zu. Ist auf jeden Fall einiges. Wie ich die zweite Staffel von Mandalorian finde, kann ich gar nicht sagen, weil ich die noch nicht gesehen habe. Weil ich zum Beispiel heute hier gerade wieder beschäftigt bin mit Streamen und morgen auch wieder ein Video schneiden und so weiter. Da komme ich gar nicht dazu. Aber ich werde es mir auf jeden Fall noch anschauen. Es sollte öfter wiederkommen. Wo sind hier Leute am Skaten? Hier ist noch niemand am Skaten. Falsche Jahreszeit zum Skaten. Bingo! Ist das ein Hamsterrad? Nachdem wir den Science Center Preis gewonnen hatten, waren Weltraumreisen Finns Ding. Sie erfand diesen Mondtransporter. Sie wollte die ganze Welt neu erfinden. Okay. So, zwei fehlen noch. Zwei Kapseln. Na dann, holen wir uns die letzten beiden Kapseln. Als Belohnung für die letzte Kapsel treffen wir dann wahrscheinlich George Clooney höchstpersönlich vorm Nespresso-Laden. Und wehe, wenn nicht, dann bin ich aber schwer enttäuscht. Oh, da vorne noch. Ups. Die vorletzte Kapsel. Wir schwingen uns sehr weit und landen dann direkt auf dem Boot hier. Oh. Hier sah es mal schlimm aus. Gut, dass sie hier aufgeräumt haben. Gab eine Trophäe sogar fürs Bootsfahren. Warum auch immer. Nachdem sie Olympia geguckt hatte, war Finn in einer Woche verdammt gut in Tischtennis. Ihr Topspin war der Hammer. Der Ball ging immer dahin, wo sie wollte. Sie ist echt wendig. Da habe ich jetzt auch keine Einwände zu. So, jetzt haben wir noch eine Kapsel, die wir holen müssen. Hier im Finanzviertel beamen wir uns direkt hin. Los geht's. Und dann fehlen uns nur noch die Kisten. Dann fehlen uns nur noch die Kisten. In welchem Stadtteil wohne ich? Das sage ich nicht. In München und mehr Innenstadt. So viel sage ich, aber mehr werde ich dazu nicht sagen. Hab beim Bau des Springbrunnens eine Zeitkapsel unter ihm versteckt. Das ist so lange her. Mittlerweile reparieren sie ihn schon. Ich glaube, wir werden jetzt nicht gerade helfen bei der Reparatur. Der alte schwebende Brunnentrick. Alles klar. Und was ist da drunter? Die letzte Zeitkapsel. Jawohl, Stadtentdecker. Diese Abkratzdinger. Sie meinte, sie erinnerten sie daran, dass egal wie etwas von außen betrachtet aussieht, sich darunter immer mehr verbirgt. Da ist auf jeden Fall der Avengers Tower mit drauf gewesen. Okay, wir haben alle gefunden. Alle Zeitkapseln wurden gefunden. Eine weitere Trophäe haben wir geholt. Hey, Finn und ich hatten doch... Leider ist der Part dieses Projektes nun auch schon vorbei, doch es bleiben dir drei Möglichkeiten, um weiterzumachen. Klickst du links oben auf das Bild, kommst du zum nächsten Video dieses Projektes. Klickst du hingegen links unten auf das Bild, kommst du zur Playlist, wo du alle Videos des Projektes nochmal in der Übersicht findest. Klickst du rechts oben auf das Bild, kannst du meinen Kanal abonnieren, was mich sehr freuen würde. Ich wünsche dir wie immer eine wunderbare Zeit und möge die Macht mit dir sein. Servus.